Mein Name ist Nihal Güllag. Ich bin Stabsärztin und arbeite im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Als junge Assistenzärztin oder junger Assistenzarzt wird man viel, viel früher an die Patienten herangeführt als in zivilen Krankenhäusern. Zum Beispiel kann man schon an Bereitschaftsdiensten teilnehmen, an 24-Stunden-Diensten teilnehmen und ist dann schon recht früh ein voll integriertes und akzeptiertes Mitglied im gesamten Team. Ich wollte immer schon zur Bundeswehr und die Kombination, Ärztin zu sein und dann noch Soldat, hat mich halt unheimlich gereizt. Sowohl der Beruf als Arzt als auch der Beruf als Soldat ist in meinen Augen wirklich eine Berufung. Man kann ja auch als Arzt einfach nicht beeinflussen, wann der Patient seine Bauchschmerzen hat oder seine Herzschmerzen. Der kommt dann, wenn es ihm wehtut, und von dem her ist das jeden Tag eine Herausforderung, weil man auch einfach nicht weiß, was der Tag bringt. Es ist jeden Tag was Neues. Ich diene Deutschland, weil Deutschland meine Heimat ist. Und ich unsere Soldaten im In- und Ausland durch meine Tätigkeit als Ärztin bei der Bundeswehr unterstützen möchte.